Der Fred und Menachem Wanderweg geht durch Hoffenheim und erinnert an zwei jüdische Menschen, die zum Glück die Shoah überlebt haben, heute noch oder dann in Israel gelebt haben und von Hoffenheim, von der Gemeinde Hoffenheim geehrt wurden. Also wesentlicher Bestandteil war natürlich, diesem Wanderweg war die TSG-Jugend, die U14, 15, 16, die zunächst mal in Workshops vorbereitet wurde über die Thematik. Und dann hatten sie die Aufgabe, in kleinen Gruppen für diese Geocaching-Station, die ja auf dem Weg liegen zwischen Hoffenheim und Neidenstein, das inhaltlich zu füllen. Und dann natürlich die aufwendigen Markierungsarbeiten, die ja auf diesem 8 Kilometer langen Weg natürlich sehr viel Arbeit und sehr viel Engagement erforderten. Ziel von Zentropa ist eben, das gesamte 20. Jahrhundert abzubilden, also jüdische Geschichte in allen Facetten zu erzählen und dazu beizutragen, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Das Filmprojekt Zachor, das über anderthalb Jahre ging, von der Vorbereitung bis zur Realisierung dann, bis zur Filmpremiere. Also Eli ist im Prinzip die Schlüsselfigur, weil er bildet die Brücke, ne, vom Film dann auch zum Hörer, und wir hatten ja vor allem auch Jugendliche oder junge Menschen im Blick, und insofern war das entscheidend, dass der Eli ja die ganze Geschichte, die Lebensgeschichte von Fred und von Menachem transportiert und auch für ein jüngeres Publikum einfach auch interessant und anschaulich auch erzählt. Durch dieses Konstrukt, was sich aus Anpfiff ins Leben und auch aus der TSG zusammensetzt, das sind ja viele persönlichkeitsentwickelnde Elemente, in denen die Jugendlichen und unsere Spieler mit dem Verständnis von Demokratie in Verbindung gebracht werden. Für uns ist das ein ganz typischer Fall, was wir in unserer Anpfiff-Familie immer machen, dass wir Wissen, das wir haben, an andere Kinder auch abgeben. Ist das eine unglaubliche Auszeichnung auch, die zeigt, dass es wichtig ist, den Weg, den wir hier im Team, also die TSG, Anpfiff ins Leben, Albert-Schweitzer-Schule gemeinsam Zentropa gegangen sind, ja, über all die Jahre jetzt auch ein Projekt in vielfältiger Art und Weise versucht haben, ja auch wirklich hier zu lokalisieren und zu erinnern. In dem Land, in dem ich jetzt gekommen bin, nämlich im Badener Land, das ist ja unter anderem auch die Wiege der Demokratie. Ich spreche auch, nicht nur, aber auch und nicht zuletzt als Nachkomme von Holocaust-Opfern und Holocaust-Überlebenden zu leben. Denn die Beschäftigung damit ist oft niederschmetternd.